Moin Moin! Wir sind hier im schönen Norden, haben hier heute eine Schule, die wir fotografieren. Ich zeige euch kurz, wie es hier aussieht, wie wir es aufgebaut haben. Hier haben wir ein Gruppenfotoset. Hier war so ein bisschen die Herausforderung, wir haben überall was an den Wänden. Und gerade mit Spiegelung, mit Fenstern ist schwierig. Auch da waren viele Spiegelungen, hier eine große Fensterfront. Also haben wir so ein bisschen Hintergrund gebaut und haben ein bisschen improvisiert. Hier machen wir die Gruppenfotos, dann geht's los. Dann kommt man hier zum ersten Set, das fotografiere ich. Hier haben wir ein ganz neutrales, weißes Set aufgebaut. Für Passbilder, Bewerbungsbilder, was man so braucht. Zum Beispiel hier fangen wir dann an. Hier wird dann ein Porträt gemacht, Halbkörper. Jetzt haben wir hier so ein paar IKEA-Schränke. Die kann man je nach Größe der Kinder dann auch zusammenstellen. Da kann man sich so ranlehnen. Das sieht ganz cool aus nachher. Nächste Variante wäre zum Beispiel auch, hier sich so drauf zu stützen. Auch das sieht gut aus. Also da kann man so ein bisschen improvisieren. Das ist bei Weiß, ja, ein neutrales Set, kann man für vieles verwenden. Und mal mit Bernd, jetzt zeige ich mal, hier kann man denn so ganz cool Bilder machen, die sich dann hier so draufsetzen. Das ist dann so das nächste Set, das fotografiert mein Kollege Bernd, auch am Film ist jetzt gerade. Und hier das Highlight, wo die Kids das sehen und richtig Bock haben, Fotos zu machen. Unsere Graffiti-Wand, da haben wir verschiedene von. Und bei der ist es so, da hat man halt hier so eine kleine Ecke aufgebaut und da stellen sie sich dann hin und machen dann halt so richtig coole Fotos. Auch Freundschaftsfotos kann man hier toll vormachen. Richtig cooles Set. Ja, so sieht's aus. Wir freuen uns auf die Kids. Gleich geht's los und wird, glaube ich, ein richtig toller Fototag heute.